Ich achte stets das Individuum und hege eine unüberwindliche Abneigung gegen Gewalt und gegen Vereinsmeierei. Aus allen diesen Motiven bin ich leidenschaftlicher Pazifist und Antimilitarist, lehne jeden Nationalismus ab, auch wenn er sich nur als Patriotismus gebärdet. Aus Stellung und Besitz entspringende Vorrechte sind mir immer ungerecht und verderblich erschienen. Ebenso ein übertriebener Personenkultus. Ich bekenne mich zum Ideal der Demokratie, trotzdem mir die Nachteile demokratischer Staatsform wohl bekannt sind. Sozialer Ausgleich und wirtschaftlicher Schutz des Individuums erschienen mir stets als wichtige Ziele der staatlichen Gemeinschaft. Ich bin zwar im täglichen Leben ein typischer Einspänner, aber das Bewusstsein der unsichtbaren Gemeinschaft derjenigen anzugehören, die nach Wahrheit, Schönheit und Gerechtigkeit streben, hat das Gefühl der Vereinsamung nicht aufkommen lassen. Der übernationale Charakter der wissenschaftlichen Begriffsbildung und Sprache beruht darauf, dass zu deren Konstruktion die besten Köpfe aller Länder und Zeiten beigetragen haben. Sie haben in einsamer und doch im Effekt gemeinsamer Arbeit das geistige Werkzeug für die technischen Umwälzungen geschaffen, die das Leben der Menschen in den letzten Jahrhunderten umgestaltet haben. Ihre Begriffssprache hat als Führer in dem verwirrenden Durcheinander der Wahrnehmungen gedient, sodass wir aus dem Besonderen das Allgemeine zu erfassen lernten. Was hat die Menschheit von der wissenschaftlichen Methode zu hoffen und zu befürchten? Ich glaube, dass die Frage nicht so gestellt werden soll. Was dies Werkzeug in der Hand der Menschen erzeugt, hängt völlig ab von der Natur der Ziele, welche in dieser Menschheit lebendig sind. Sind diese Ziele gesetzt, so liefert die wissenschaftliche Methode Mittel, um sie zu erreichen. Die Ziele selbst aber kann sie nicht liefern. Die wissenschaftliche Methode selbst hätte zu nichts geführt. Ja, sie wäre überhaupt nicht entstanden, wenn nicht ein leidenschaftliches Streben nach klarer Erkenntnis da gewesen wäre.